Der arme Siggi, der muss gleich wieder ran. Die Hürden, die hat man ein bisschen hochgestellt. Von Adam und Siggi kann ja keine Rede sein, das ist ja schön. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, Stefan, wenn Darren Robles hier mit dabei gewesen wäre in diesem Feld. Aber er ist zwar hier in Düsseldorf, er wird auch nach Karlsruhe kommen am Sonntag, aber er wird nur fleißig ins Publikum winken, mehr wird er nicht tun. Er kann nicht laufen, er ist bei Dr. Jens Ennepa in Düsseldorf, ja, gleich weiter erstmal zu ihm. Ja, Michael Frauen, letzter Versuch, 5,40 Meter, er muss rüber, sonst ist er draußen. So, vorbei. Also, mach weiter. Ja, also er ist bei Dr. Jens Ennepa in Düsseldorf in der Königsallee und ist dort in Behandlung. Man hat eine Flüssigkeit in der Sehne hinter dem Knie festgestellt und da droht wohl, wenn er weiter belasten würde, ein Riss der Sehne und dem möchte man zuvorkommen. Ich bin jetzt auch kein Mediziner. Aber so hat man mir das versucht zu erklären, macht vielleicht auch Sinn. Schade, also Darren Robles hat die Hallensaison auf jeden Fall mal abgehakt, da geht nichts mehr. Aber vielleicht ist dann auch im Hinterkopf Liu Xiang, der ja auch lange an der Achillessehne laboriert hat, das praktisch immer wieder mit Spritzen kompensiert hat und am Ende war Olympia vorbei für ihn. Ja, war zwar spektakulär der Auftritt, aber er hat nicht lange gedauert. Marlon Odom, LAC 2 Brücken, Willi Matischik aus Leipzig vom Hamburger Sportverein kommt, Helge Schwarzer auf der Bahn 3. Es ist ja schön, dass solche Meetings auch den jungen Athleten eine Chance bieten, sich in Szene zu setzen. Aus den Bahamas, Shamar Sens, da haben wir noch nicht sehr viele Hürdenläufer gesehen von den Bahamas. Petr Svoboda aus der Tschechischen Republik hingegen ist schon ein relativ erfahrener Hürdenläufer. Andreas Kundert aus der Schweiz und dann kommt noch auf der Bahn 7 Martin Hoffmann wieder von der LG ASV Deutsche Sporthochschule Köln. Ja, da werden Sie auch sagen, warum ist dann der gute Darren Robles überhaupt hier? Na, zum einen kann ich mir vorstellen, dass er einen kleinen Bonus kriegt bei der Behandlung in Düsseldorf. Zum anderen ist auf jedem Plakat zu sehen, dass hier aushängt, um Werbung zu machen für dieses Meeting. Und da gehört es sich, dass man dann auch mal wenigstens körperlich anwesend ist. Und so gut kennen wir Darren Robles schon auch. Wenn er gesund gewesen wäre, hätte es überhaupt keine Frage gegeben, wäre er hier auch gestartet. Wieder der erste und die sechs Zeitschnellsten für das Finale. Na Jungs, da hat es auch Andreas Kundert nicht ausgehalten, damit ihm die anderen auch nicht. Aber irgendwo muss man, und das tun wir, Verständnis haben für mögliche Startprobleme über 60 Meter Hürden oder auch über 60 Meter. Wie gesagt, zu den 110 fehlen 50 Meter. Der Start ist noch wichtiger als sonst. Und für ihn ist dieser Sprung nicht unwichtig. Genau, der dritte Versuch, Richard Spiegelburg. Probleme bei 5,20 Meter. Läuft durchaus, auch für ihn geht es nicht mehr weiter. Tim Lobinger hat auch noch einen Versuch, genauso wie Jeremy Scott. Die beiden haben die 5,20 Meter ausgelassen. Danny Ecker hat 5,20 Meter und die 5,40 Meter ausgelassen. Also er wird wahrscheinlich bei 5,50 Meter erst einsteigen. Ja, es ist so, Stefan, man hat fast den Eindruck, im Stabhochspringen ist ein Generationswechsel angesagt. Holzdeppe, ja. Straub, Mohr, Carsten Diller, Scherbrat. Und nun hat das Ganze gut funktioniert. Und da ist sehr, sehr schnell Shamar Sands, der eine klasse, elegante Technik hat. Svoboda dahinter. Eine 7,52 wird hier erstmal gelaufen. Und bravo, das meine ich, kann sich sehen lassen. Shamar Sands hat in Liévin bei einem Meeting im Nordosten Frankreichs, kann man das so sagen? Bei Lille. Ja, bei Lille, genau. Diese eine 7,49 erzielt, jetzt eine 7,52, also mit Shamar Sands darf gerechnet werden. Führender der Weltrangliste ist übrigens kein geringerer als Terence Trammell aus den Vereinigten Staaten. 8,7,6,5,4. So, die Zeit von Matischik sage ich Ihnen nach einer kurzen Pause. Und wir wechseln das Geschehen. So schaut's aus. Ein
Teilnehmer bei den Europameisterschaften in Turin für die deutschen Leichtathletikverband ist am Start. Mit 1 Helge Schwarzer. Dann kommt Alexander John. Wieder Leipzig. Schwarzer analysiert zum HSV. Wie auch immer, Shamar Sens. Mitgründer ist jedoch der Favorit. Dann kommt Dexter Fogg aus den Vereinigten Staaten. Der immer zu beachtende Jackie Petrus Svoboda auf der Bahn 6. Dann kommt Willi Matischek aus Leipzig, also der zweite Sachse im Feld auf der Bahn 7. Und der Schweizer Andreas Kunder ist auf der Bahn 8 zu finden. Ja, kommt die Bestätigung der guten Leistung von Helge Schwarzer, die er in einem, bei einem Meeting in Luxemburg Kirchberg erzielt hat mit 7,66. Shamar Sens lief schon 7,49 in diesem Jahr. Der Mann aus den Bahamas, Gregory Sedok, knapp über 7,50. Dexter Fogg mit einer 7,53 aus dieser Saison gehört auch zum erweiterten Kreis derer, die hier ganz vorne sein können. 5 Hürden, 5 Hindernisse, die es zu überlaufen gilt. Toller Start, dachte ich zunächst, und dann gab es doch nicht, und jetzt wird abgeräumt. Das ist nicht so lustig und so fair, aber nun gut, es müssen die Hürden sowieso wieder aufgestellt werden, damit die Kampfrichter nicht ganz einschlafen. Gibt es noch zusätzlich Arbeit. Da können wir noch mal kurz zum Stab hochspringen schauen, oder? Würde ich auch sagen, wir sehen Tobias Scherbart bei 5,70 Meter und er ist drüber. Klasse! Also er ist der Erste, der die 5,70 Meter überwindet. Bestätigt seine gute Leistung von Stuttgart, wo er 5,76 Meter sprang. Also vielleicht ist das auch eine Initialzündung für die anderen, so ein bisschen angestachelt zu werden, dass Tobias Scherbart ihnen jetzt so langsam ein bisschen das Wasser abgräbt. Raphael Holzdeppe ist draußen. Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, auch Tim Lobinger ist draußen. Aber Danny Ecker, der ist als Nächster dran und hat noch 2 Versuche. Ja, gutes Klima in Leverkusen. Danke, Klima. Leschek-Klima. Sorgt für gutes Klima. Ja. So, Alexander John auf der Bahn 2, Helge Schwarzer auf der 1. Jetzt sollte tunlichst nichts passieren. Danny Ecker, 5,70 Meter, zweiter Versuch. Kann er es seinem Teamkameraden nachmachen? Nein, wird noch einen Versuch brauchen. Sogo, Siggi, übernehmen Sie. Das letzte Finale, was die kurzen Distanzen betrifft. Wir haben da noch 1500 Meter der Damen und den Knaller eigentlich dann. Sicherlich, oder einen der Knaller, über 800 Meter. Sedok auf der Bahn 4, Sens auf der 3. Der Vorlauf schnellste, Shamar Sens. Der ist schon wieder richtig gut drauf. Oh, das sieht klasse aus. Dahinter Sedok, der kommt nicht ran. Shamar Sens gewinnt in 7,50. Ja, das passt schon. Das ist wieder eine Weltklasseleistung. Hier in Düsseldorf, 7,50 von Shamar Sens. Das ist nur eine Hundertstel hinter seiner Jahresbestleistung aus Lyon. Also es ist nicht so, dass die hier nur antreten und die Gage abholen, sondern sie bieten auch was dafür. Sie sind im Rahmen ihres Könnens, rufen das ab an diesem Tag. Zweiter wird Gregory Sedok. Und wir machen eine kurze, schnelle Pause, liebe Zuschauer.